Hallo, ich bin Marco, dies ist Authentic German Learning. Ich möchte dir heute von meiner Leseherausforderung für 2016 erzählen. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr 26 Bücher zu lesen. Ja, 26 Bücher, das ist ein Buch alle zwei Wochen. Ja, ich möchte alle zwei Wochen ein Buch lesen. Und ein Grund, warum ich dir davon erzähle, ist auch, um mir selbst dabei zu helfen, diese Herausforderung zu schaffen. Denn ich denke, wenn man sich eine persönliche Herausforderung stellt, dann ist man erfolgreicher, wenn man möglichst vielen Menschen davon erzählt, weil man auch im Hinterkopf hat, ja, man denkt daran, man hat im Hinterkopf, oh, all die Leute wissen, dass ich das mache, ja, all den Leuten habe ich davon erzählt, jetzt zählen die auf mich, ja, die erwarten es, dass ich die Herausforderung schaffe, deswegen erzähle ich dir von meiner Herausforderung und auch, um dich zu inspirieren, dir selber eine ähnliche Herausforderung zu stellen. Ja, ich möchte 26 Bücher in diesem Jahr lesen und ich habe leider noch nicht so viele Bücher gelesen. Das heißt, ich muss mich ranhalten. Ja, ich muss mich ranhalten. Ich muss ein bisschen mehr machen. Ja, ich lese jeden Abend, aber das reicht nicht. Und jetzt möchte ich auch am Morgen lesen und ich möchte auch am Abend mehr lesen. Ich lese jeden Abend eine halbe Stunde und ich denke, wenn ich jeden Tag eine Stunde lesen würde, dann habe ich mehr Chancen, die Herausforderung zu bestehen. Ja, ich finde, es ist total toll, viel zu lesen und deswegen möchte ich auch dich inspirieren, viel zu lesen und ich denke, dass es wirklich sehr viel Wert hat. Ja, man kann sehr viel durch Bücher lernen und was für Bücher lese ich? Nun, ich lese ganz viele verschiedene Bücher. In manchen geht es darum, wie man Sprachen lernen kann. Und in vielen geht es auch darum, wie man sich selber weiterentwickeln kann. Ja? Und die Bücher, die ich so lese, möchte ich mit euch teilen. Und ich werde diese Bücher euch einzeln vorstellen. Ja? Ich werde Videos machen. Also mehrere Videos, wo ich in jedem Video euch ein Buch vorstelle und darauf freue ich mich total darauf, diesen Videolesekurs praktisch zu erstellen für euch und das werde ich dann auch mit Untertiteln machen. Und dann werde ich sagen, ja, hier ist dieses Buch und das habe ich davon gelernt. Und dann könnt ihr auch entweder euch das Buch kaufen und es auch lesen oder zumindest eine Zusammenfassung davon lesen oder hören von mir. Ja? Damit ihr dann die Hauptpunkte und die Hauptprinzipien auch bekommt. Und so die Weisheit des Buches bekommt, ohne das Buch lesen zu müssen. Und ja, oder auch, um inspiriert zu sein, mehr zu lesen. Denn ich denke, das ist wirklich eine der Möglichkeiten, die wir haben, um uns selber zu bilden. Ja? Denn die Bildung hört nach der Schule nicht auf. Die Bildung hört nach der Universität nicht auf. Und ich habe jetzt 16 Bücher bestellt gestern und ich freue mich darauf, wann die kommen. Und es kostet auch nicht wenig. Pro Buch kann man schon 5 bis 16, 17, 18 Euro ausgeben. Aber ich denke, das ist die Sache wert, ja. Ich bin selber sehr geizig. Ich bin sehr geizig. Ich gebe nicht viel Geld aus. Ja, das ist etwas, was ich ändern möchte, dass ich mir mehr Sachen gönne. Aber ich bin eigentlich sehr geizig. Aber wenn es um Dinge geht, die wirklich mit Bildung zu tun haben oder um Dinge, wo ich mich selber
weiterentwickeln kann, weiterbilden oder weiter verbessern, dann denke ich, es ist sehr wichtig, dann auch das Geld auszugeben, um in sich selbst zu investieren. Ja? Und ich denke, das ist total wichtig. Insofern ist die Botschaft für heute: investiere in dich selbst und kaufe die Bücher, lese Bücher. Du wirst viel lernen können. Und das Tolle ist wirklich, egal welches Problem man hat im Leben, es gibt immer ein Buch, in dem es darum geht, wie man dieses Problem lösen kann. Ja? Also egal welches Problem du hast, es gibt ein Buch, was dir helfen kann. Ich hoffe, das war inspirierend für dich. Sag mir Bescheid in den Kommentaren, wie hilfreich oder nicht hilfreich das Video für dich war oder was dir am meisten an dem Video gefallen hat und wo du mir zustimmst und wo du mir nicht zustimmst. Hinterlasse einfach einen Kommentar und wir sehen uns morgen. Tschüss!